Er liebte das Meer aus tiefen Gründen. Aus dem Ruheverlangen des schwer arbeitenden Künstlers, der von der anspruchsvollen Vielgestalt der Erscheinungen an der Brust des Einfachen, Ungeheuren sich zu bergen begehrt. Aus einem verbotenen, seiner Aufgabe gerade entgegengesetzten und eben darum verführerischen Hange zum Ungegliederten, Maßlosen, Ewigen, zum Nichts. Am Vollkommenen zu ruhen ist die Sehnsucht dessen, der sich um das Vortreffliche müht. Und ist nicht das Nichts eine Form des Vollkommenen? Wie er nun aber so tief ins Leere träumte, war plötzlich die Horizontale des Ufersaumes von einer menschlichen Gestalt überschnitten. Und als er seinen Blick aus dem Unbegrenzten einholte und sammelte, da war es der schöne Knabe, der von links kommend vor ihm im Sande vorüberging. Er ging barfuß, zum Warten bereit, die schlanken Beine bis über die Knie entblößt, langsam, aber so leicht und stolz, als sei er ohne Schuhwerk sich zu bewegen, ganz gewöhnt. Wie er sonst jede Erquickung, die Schlaf, Nahrung oder Natur ihm gespendet, sogleich an ein Werk zu verausgaben gewohnt war, so ließ er nun alles, was Sonne, Muße und Meerluft ihm an täglicher Kräftigung zuführten, hochherzig, unwirtschaftlich aufgehen in Rausch und Empfinden. Sein Schlaf war flüchtig. Die köstlich einförmigen Tage waren getrennt durch kurze Nächte voll glücklicher Unruhe. Zwar zog er sich zeitig zurück, denn um 9 Uhr, wenn Taggio vom Schauplatz verschwunden war, schien der Tag ihm beendet. Und graues Haar bedeutet unter Umständen eine wirklichere Unwahrheit, als die verschmähte Korrektur bedeuten würde. In Ihrem Fall, mein Herr, hat man ein Recht auf seine natürliche Haarfarbe. Sie erlauben mir, Ihnen die Ihrige einfach zurückzugeben? Wie das? Fragte Aschenbach. Da wusch der Beredte das Haar des Gastes mit zweierlei Wasser, einem klaren und einem dunklen, und es war schwarz wie in jungen Jahren. Er bog es jedoch mit der Brennschere in weiche Lagen, trat rückwärts und musterte das behandelte Haupt. Es wäre nur noch, sagte er, die Gesichtshaut ein wenig aufzufrischen. Und wie jemand, der nicht enden, sich nicht genug tun kann, ging er mit immer neu belebter Geschäftigkeit von einer Hantierung zur anderen über. Aschenbach, bequem ruhend, der Abwehr nicht fähig, hoffnungsvoll erregt vielmehr von dem, was geschah, sah im Glase seine Brauen sich entschiedener und ebenmäßiger wölben, den Schnitt seiner Augen sich verlängern, ihren Glanz durch eine leichte Untermalung des Lides sich heben, sah weiter unten, wo die Haut bräunlich ledern gewesen, weich aufgetragen ein zartes Karmin erwachen, seine Lippen blutarm soeben noch himbeerfarben schwellen, die Furchen der Wangen des Mundes, die Runzeln der Augen unter Creme und Jugendhauch verschwinden. Er blickte mit Herzklopfen an blühenden Jüngling.
sehr erschüttert, dass er das Licht der Terrasse des Vorgartens zu fliehen gezwungen war und mit hastigen Schritten das Dunkel des rückwärtigen Parkes suchte. Sonderbar entrüstete und zärtliche Vermahnungen entrangen sich ihm. Du darfst so nicht lächeln. Höre, man darf so niemandem lächeln. Er warf sich auf eine Bank, er atmete außer sich den nächtlichen Duft der Pflanzen und zurückgelehnt mit hängenden Armen, überwältigt und mehrfach von Schauern überlaufen, flüsterte er die stehende Formel der Sehnsucht. Unmöglich hier, absurd, verworfen, lächerlich und heilig doch, ehrwürdig auch hier noch. Man soll das verschweigen. Aber zugleich füllte sein Herz sich mit der Genugtuung über das Abenteuer, in welches die Außenwelt geraten wollte. Denn der Leidenschaft ist, wie dem Verbrechen, die gesicherte Ordnung und Wohlfahrt des Alltags nicht gemäß. Und jede Lockerung des bürgerlichen Gefüges, jede Verwirrung und Heimsuchung der Welt muss ihr willkommen sein, weil sie ihren Vorteil dabei zu finden, unbestimmt offen kann. So empfand Aschenbach eine dunkle Zufriedenheit über die obrigkeitlich bemäntelten Vorgänge in den schmutzigen Gässchen Venedig, dieses schlimme Geheimnis der Stadt, das mit seinem eigensten Geheimnis verschmolz und an dessen Bewahrung auch ihm so sehr gelegen war. Denn der Verliebte besorgte nichts, als dass Taggio abreisen könnte. Lachend und ächzend stießen die Stachelstäbe einander ins Fleisch und leckten das Blut von den Gliedern. Aber mit ihnen, in ihnen war der Träumende nun und dem fremden Gotte gehörig. Ja, sie waren er selbst, als sie reißend und mordend sich auf die Tiere hinwarfen und dampfende Fetzen verschlangen, als auf zerwühltem Moosgrund grenzenlose Vermischung begann. Wandte er den Oberkörper, eine Hand in der Hüfte, in schöner Drehung aus seiner Grundpositur und blickte über die Schulter zum Ufer. Der Schauende dort saß, wie er einst gesessen, als zuerst von jener Schwerte zurückgesandt dieser dämmergraue Blick dem seinen begegnet war. Sein Haupt war an der Lehne des Stuhles langsam der Bewegung des draußen Schreitenden gefolgt. Nun hob es sich gleichsam dem Blicke entgegen und sank auf die Brust, so dass seine Augen von unten sahen, indes sein Antlitz dem schlaffen, innig versunkenen Ausdruck tiefen Schlummers zeigte. Ihm aber war, als ob der bleiche und liebliche Psychagog dort draußen ihm lächle, ihm winke, als ob er die Hand aus der Hüfte lösend, hinausdeute, voranschwebe ins verheißungsvoll Ungeheure. Und wie so oft machte er sich auf, ihm zu folgen.